So, Kinders, die Emma hat mir aufgetragen, ich soll euch ein paar Informationen rausschmeißen zu unserer Hausmesse, 6.7. Samstag, nur noch einen Tag aufgepasst, den ganzen Samstag ist unsere Hausmesse wieder am 1. Juli-Wochenende an dem Samstag. Wir hauen da einen raus, und zwar dieses Jahr mit ein bisschen einem anderen Konzept, habe ich in einem anderen Video schon erklärt, hier alles Indoor mit den Ausstellern. Ah, war nur Viertel, okay, klingt nur einmal. Es sind alle Indoor hier im Außenbereich, haben wir nicht mehr die Straße gesperrt, sondern einfach am Parkplatz alles, wo man ein bisschen verweilen kann, eine Zigarre rauchen kann und was essen kann und natürlich was trinken kann. Gibt Fassbier, gibt auch abends wieder Cocktails hier oben an der Bar, vielleicht auch hier schön am Balkon den Abend ausklingen lassen, im Liegestuhl und so weiter. Wir freuen uns auf euch. Und es stehen schon eine Handvoll Aussteller fest, und zwar kommt Slues Whisky vorbei, Schliersee unten, kennt der ein oder andere. Es kommt Eggers und Sohn vorbei mit irischen Whisky, was bringen die noch mit? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube drei verschiedene Produkte, auch neben Whisky glaube ich auch einen Rum. Muss ich euch jetzt anlügen, genau irisch und auch schottisch bringen sie auch was mit. Es kommt die Brennerei Feingeist vorbei mit Gin, Rum und einem coolen Bitter-Aperitif. Es kommt vorbei die Sauerländer Edelbrennerei oben, Thousand Mountains Distillery, richtig coole Sachen mit dabei, haben wir ja schon länger im Sortiment, dann auch mit richtig vielen neuen Produkten. Wer kommt denn noch vorbei? Ich habe leider alle meine Daten in dem Handy, was da vorne gerade filmt. Wen habe ich vorhin auf der Liste noch gesehen? Ferrand kommt vorbei, also es gibt auf jeden Fall auch jede Menge Rum, Cognac und auch französischen Whisky. Ja, den Rest schaut rein, wir haben schon einige jetzt in der Veranstaltung und auf unserer Homepage stehen und wir bitten euch einfach, bitte Tickets zu reservieren, es sind echt schon viele verhältnismäßig für dieses Jahr weggegangen und da wir im Indoor-Bereich sind und nicht einfach alles laufen lassen können, werden wir wahrscheinlich irgendwann das Ticket oder die Vorverkaufstickets closen müssen, einfach weil wir sonst alle hier nicht reinkriegen und da wir nur noch einen Tag haben, wollen dann wahrscheinlich auch alle an dem einen Tag kommen. Deshalb bitten wir euch, das zu tun, beziehungsweise vor allen Dingen schnell zu sein, weil ich kriege halt auch keine 500 Leute hier in den Schnapsstrudel rein, bedeutet, wenn wir dann genügend Tickets haben, dann machen wir das Case auch zu und dann ist halt an dem Tag auch tatsächlich nur für die Leute geöffnet, die auch ein Ticket im Vorverkauf sich bestellt haben. Ansonsten freue ich mich auf euch, freut euch auf über 20 Aussteller mit allen möglichen Produkten, Wein gibt es auch, Zigarren gibt es natürlich auch, Tisonirum kommt vorbei, Arnold André kommt natürlich vorbei, jetzt fallen mir doch ein paar nebenbei, wenn ich über das Sortiment nachdenke, wieder ein. Und noch einige andere, vielleicht gibt es da nochmal zu jedem Einzelnen einen richtigen Tabula Rasa Video Marathon mit jedem Tag ein Video zu jedem Aussteller. Ansonsten wie alle Jahre ein cooles Event, wenn die Aussteller dann zusammenpacken, gibt es abends natürlich noch lecker Cocktails, tagsüber gibt es Steaks und Bratwurst vom Grill. Ja, das war's. Bis dahin, Tschüssikowski.